Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bastion. Ja, ich nehme heute wieder auf. Also ich habe ja gestern aufgenommen. Das ist eigentlich sehr, also das mache ich voll selten, dass ich dann direkt am Nachfolgetag nochmal aufnehme. Aber ich will unbedingt wissen, was da jetzt abgeht. Und ich habe wieder richtig Bock auf das Spiel. Ja, was ich auch noch sagen wollte. Ich habe noch zwei Sachen, die ich sagen wollte, genau. Gestern habe ich ja mit 460 Gigabyte oder so hatte ich ja noch frei, habe ich glaube ich gesagt. Und als ich dann gestern aufgehört habe, habe ich dann noch 37 Gigabyte frei gehabt. Also es war knapp. Also viel mehr hätte ich da jetzt auch nicht mehr daddeln können. Und jetzt habe ich die ganzen DayZ-Sachen gelöscht, weil da war ich nicht komplett fertig mit dem Rendern. Und dann habe ich gesehen, das sind nur 200 Gigabyte, die da jetzt wieder frei geworden sind. Und dann, ich war mir sehr unsicher. Habe ich dann den Speicherort auf meine externe gepackt, wo ich jetzt noch 3 Terabyte frei habe und das müsste eigentlich reichen. So. Dann. Ja, würde ich sagen. Muss ich jetzt das Level nochmal neu machen? Warum ist hier mein Rechner so am Abschmieren, bitte? Okay. Ich dachte eigentlich, wir könnten hier noch ein Dings reintun. Was ist denn hier los? Mein. Ah. Das ist bestimmt, weil der auf die externe schreibt. Part of the Rippling Walls floated by, so I caught the kid's old knapsack. Könnte ich mir vorstellen. Ja gut, aber solange es bei 30 Frames bleibt, ist es okay. War das mein Handy? Nee, hier sind irgendwelche komischen Geräusche. Ja gut, aber wie gesagt, wenn es bei 30 Frames bleibt, ist es okay. Quatschen wir mal mit Sia. Verzeihen, gehört das dir? Sure you didn't drop that twangy thing on purpose? Just to see if he go after you. Und er hat mir noch die Kinderzeichnung. Zeige Sia die schlichte Zeichnung, die weit entfernt im Osten gefunden wurde. Die Katastrophe hat den Ura alles genommen, oder? Alles außer ihrem Kampfeswillen. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. Okay, dann sind wir hier bei Sia Never fertig, could ne? ask for a song. Da gehen wir nachher hin. Das ist bestimmt dann wieder so ein Minispiel. Also was heißt Minispiel? So mit Sachen und so. Das hier war eines der wenigen Überbleibsel der I Ura-Zivilisation. don't need to see what happened to the Ura. I'm trying to undo it, remember? Mein Spiel hat sich gerade minimiert. Oh, jetzt ist es abgeschmiert. Ja, gut. Kann ich die Aufnahme auch beenden? So, und jetzt startet es bestimmt nicht mehr, ne? Kommt bestimmt Fehlermeldung. Yeah, Treiber nicht gefunden. Spiel konnte nicht gestartet werden. Anwendung läuft bereits. Super. Ihr kriegt das jetzt alles schön mit. Wo bist du denn? Wie ist das Spiel? Bastion, da ist es. Prozess beenden. Dankeschön. Spiel, spielen. Bini. Ah, schön. So, vielleicht läuft es ja jetzt auch besser. Na. Jetzt kriegt er meine Synchronisation mit. Obwohl, nee, ich habe ja. Doch, ich muss nochmal synchronisieren. Runter, runter, hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch. So, ich muss dann nur dran denken, dass ich. Dass da was war. Fortsetzen. Mir ist das Spiel einfach mal abgeschmiert.
You had to see if everything Zulf wrote to you was true. Vielleicht läuft es ja jetzt besser. Nein, es kraxelt immer noch bei 30 Frames rum. Quatschen wir nochmal mit Sia. Sure you didn't drop that twangy thing on purpose. Brauche ich ja nicht nochmal vorzulegen. Just to see if he go after you. Lü. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. So, bei Rooks waren wir, ne? I don't need to see what happened to the Ura. I'm trying to undo it, remember? Okay. Part of the Riblin walls floated by, so I caught the kid's old knapsack. Jetzt wollte ich aber erstmal noch gucken. Genau. Gedenkstätte. The Breakers. Ain't no one could outrun them. Jetzt müssen wir dann beim nächsten Mal die Schrotflinte ausrüsten und hier dieses Katastrophenkanonengedöns. Besiege drei Feinde mit nur einem Schuss. Können wir nochmal auf das Übungsgelände? Was war das hier unten? Mindestens einem aktivierten Schreingötzen. Ich hatte letztens einen aktiviert. Aber irgendwie... Ach nee, das war das Übungsgelände von dem. Aber hier gibt es bestimmt auch noch ein Übungsgelände von. Das wäre ganz cool. Blechmuskete. Und... das Katastrophenteil. Ja. Kid loaded down with some of Ceylandia's finest firearms. Ich kann immer noch nicht da rein. Schade. Hier haben wir nix. Ach genau, ins Fundbüro wollte ich ja noch. Forschergeschoss. Ein experimentelles Geschütz, das beim Aufprall in explosive Zerstörung verbreitende Fragmente zerbricht. Ein kleinformatiger Prototyp der Vorrichtung, die die Katastrophe verursachte. Okay, kaufen! Kauf! Achso, das habe ich noch gar nicht vorgelesen. Judrik. Gott des Drangs und der Tapferkeit. Feinde verursachen Schaden bei physikalischem Kontakt. Das hört sich nicht so geil an. Der Rappe des Morgens verändert mit jedem neuen Tagesanbruch die Wünsche aller Menschen. Und dann haben wir noch Lehm Meigen. Gott der Hoffnung und der Verzweiflung. Feinde rufen mit jedem Treffer Trägheit hervor. Das hört sich auch nicht so geil an. Vor jeder Schlacht beten Soldaten, dass der Maurerkönig ihrer Moral stärken möge. War das Deutsch? Ich weiß es nicht. So, dann können wir wahrscheinlich jetzt noch hier was leveln. Hier unten mit. Damit? Ja, einmal können wir. Raketen verursachen Rückstoß. Raketen werden nicht automatisch abgefeuert. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also, hochwirksamer Auslöser. Ein angetriebener Mechanismus, der Raketen mit unglaublicher Wucht entlädt und Ziele unter dem Aufprall erbeben lassen, falls sie ihn überleben. Stabilisierter Auslöser. Ein schwerer Mechanismus, der die Raketen vor dem Abschuss fest verankert hält, was dem Anwender präzisere Abstimmung erlaubt. Das nehmen wir. First step to learning the Calamity Cannon is knowing about the machinery. Waffenkit. Das ist bestimmt, weil ich so eine gewisse... also so gewisse Menge an aufgelevelt habe. Und wir haben auch bald wieder ein Level up, oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott, was ist denn... sehr zickig heute. Nur eine Schlafmatte. It's hard to sleep easy these days. What with everything that's happened. Ach, meine Oma kommt. Zulf. Very soon the kid's gonna have to face that man again. For the last time. Oh fuck!
Okay, wir gehen zurück zur Bastion. Weil dann mache ich einen Götzen an und ich dachte, wer weiß, wo wäre einfach nur so eine Beschreibung von wegen, yo, geh in irgendein Level und mach dir da den Götzen an. Aber wenn das so ist. Ah, das ist Schrein. Was habe ich denn an? Feinde wachsen schneller. Ja, dann nehmen wir den Götzen hier. So. Und dann gehen wir noch mal nach wer weiß wo. Could use a little shut eye, I suppose. So. Dann kriegen wir das nämlich auch und dann fehlen uns nur noch zwei Sachen. The calamity took everything from us. Might be it took even more from Zolf. Ich glaube, der hat irgendjemanden dabei, der Fahrer, der das noch nie gemacht hat. So, da steht er. Ich mag den nicht. Weg ist er. So, ob das wieder was so ist, so mit Kram? Oh. Gut. Ja, die Belegung habe ich ganz gut hingekriegt. Waren wir hier nicht schon mal? Ups. They met on the worst day of Zolf's life. There in the hangar. Oh, hier hätte ich das Feuerzeug mitnehmen müssen. Oh, ey, können die mal da draußen aufhören? Scheiß Ungefahren. It wasn't the first time Zolf had nothing to lose. He was born to a simple Ura couple who didn't last long before. Sieht so ähnlich aus. Oh, 18 Stück noch. Wie. Oh, fuck, ey. Hallo? So we took the steel in from a Ceylonian missionary living there. Also ich muss. Oh. Okay. Macht ihr euch erstmal gegenseitig schön kaputt? Ach, der macht gar nichts. Doch. Got sloppy okay. With his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Instead, he offered to take him in.
Also das Feuerding wäre hier, glaube ich, ganz geil gewesen. That missionary raised Zulf like a gentleman, like it was his own son. Oh Mann.